Söhne, das suchen wir mal. Alle Schwein. Gibt es das ja eigentlich auch, wenn ich jetzt in Wählen oder in Wildgarten, da, wenn ich da Haufen Kühe töte, kommt das wilde Kuhmonster. Kommt da ein Schweinemonster, wenn ich ganz viele Schweine töte? Nein, ich probiere das nicht. Nein, mache ich nicht. Ich bin nett. Ich bin mal gespannt, in welches Abenteuer wir jetzt hier wieder reinstolpern werden tun. Das für ein Elfenturm. Der sieht ja cool aus. Hey, hey, hey. Ist ja mega hier. Neue Markierung, Eingang. Gut. Ich sollte aufhören, immer irgendwelche Floreen. Ich meine, jemand hat sie da reingeschmissen, um sagen, okay, ich habe da Glück und ist für mich abgeschlossen. Aufgeschlossen. Ich bin da eher so der Klassiker. Die Katze ist zwar cool. Da hat sich aber ein schönes Versteck hier organisiert. Weil ich glaube nicht, dass dieses Holzregal hier reingebaut wurde. Was ist denn das jetzt hier? Pasta. Honiggewürzkuchen. Langustensuppe. Er hat das Rezept für die Langustensuppe. Transmutator, Mutagen, Grün und Rot. Das ist sehr wichtig. Rezept für Langustensuppe. Könnte man das mal nachkochen? Das ist mal so eine Frage. Einfach mal so mal probieren, das nachzukochen. Buchweizenhonig, Dinkelmehl, Butter, Gewürze nach Belieben. Ja. Eier, Kuhmilch, Steinsalz. Schmeckt wunderbar mit Pflaumenmus. Hey, das muss ich unbedingt mal probieren. Dann machen wir mal einen Kochstream. Ich mach das mal einfach nach. Vier Becher. Na gut, ist ja eigentlich, ist ja dann egal, ne? Portion Butter. Wie groß ist denn jetzt ein Becher? Aber, Netz voller Langusten, Salz, Pfeffer, Lorbeerblatt, Dill. Alles klar. Das war's. Und was ist mit dem... Da müssen wir noch mit Flüssigkeit ran. Ach so, ins Wasser. Dickflüssigen. Dickflüssiger Joghurt. Okay. Ah, Gewürz. Honig, Gewürzkuchen? Das muss ich mir mal.
Das muss ich mir mal angucken. Das müssen wir unbedingt mal machen. Das wird bestimmt witzig. So, das haben wir jetzt ja fertig. Haben wir das jetzt alles erledigt hier? Oh, hier ist noch mehr. Ja, 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 jetzt schon richtig ist. Hat der noch echt nicht schlecht gelebt, ja. Herr Serkis. Wenn ich wusste, dass das so... Ich hab da was gehört. Verdammt, bist du hässlich. Alles gut. Eine Hölle meint, ey. Na da. Oh, ich hab mein Schwert kaputt gemacht. Yippie-ay-yay. Muss mal hier sein. Oh. Hier sind wir. Ja, eigentlich wollte ich das ja jetzt gar nicht machen. Nee. Ganz ehrlich, nee. Ich habe einen anderen Plan. Wir müssen die Eier aus Granit zurückschaffen. Und wir müssen uns malen lassen. Das waren jetzt, das war eigentlich der Plan gewesen. Das machen wir jetzt auch. Und das sind jetzt die Sachen, die wir heute noch vorhaben. Ich will ja wissen, was der da, der Maler hier mit uns machen möchte. Ah ja. Los, lauf! Klassiker. Einfach am Hof vorbeigeritten. Ach, das war doch das mit dem Werwolf, oder? Das ist richtig hier hinten. Kann das sein? Ah, ich hab keine Ahnung. Alles in Ordnung. Ah, danke. Super. Ne, da ist der Barbier wieder hier. Da ist der Barbier. So, sprech mit Regis, wenn ich bereit bin. Bin ich jetzt nicht? Bin ich überhaupt nicht bereit? Nein, bin ich nicht. So, was war denn das als erstes? Nebenquests. Papierkrieg. Wollten wir nicht. Warte einen Tag. Das ist noch nicht passiert, also. Porträt. Gegen Mittag. Okay, dann machen wir jetzt ein Päuschen bis Mittag. Ich habe immer noch einen Kater. Fahren wir mal kurz nach Hause. Legen uns mal bis Mittag hin und dann gehen wir dahin. Mittag. So. Ich denke mal, das reicht, oder? So. Bis 9 Uhr. 10 Uhr. Gut. Sehr schön.
Ach, schön. Monster sind dein Steckenpferd. Frauen, meins. Alles klar. Arbeit, immer Arbeit. Monster sind dein Steckenpferd. Frauen, meins. Wer hätte das gedacht? Die Ritter machen den Wein, während Hexer die Normal. Da müssen wir uns mit dem treffen. Na da. Vielleicht ist er ja schon da. Oder? Sogar Märchenreiter. Da der Graf von sowieso zu sein. Aufrichtige Entschuldigung. Super. Was soll das? Hallo. Ich bin hier. Gehen wir. Dann müssten wir das beste Tageslicht haben, wenn wir eintreffen. Machen wir das so. Welch herrliches Chiaroscuro wir schaffen werden. Unbeschreiblich. Dann verlieren wir mal keine Zeit. Gehen wir. Was tut man nicht für die Kunst? Am besten reiten wir. Das geht schneller und ist weniger anstrengend. Du müsst es ja wissen, Kollege. Wo haben Schlangen ihre Pfoten? Im herzoglichen Palast hängt ein Werk von mir. Turteltaube über der Heide. Genau wie die Gorgo, die ich mal erlegt habe. Ausgestopft. Vielleicht sogar mit Heidekraut. Ich hatte mal einen Pinsel aus Gorgofedern. Es gibt nichts Besseres, um Tempera aufzubringen. Leider hat ihn meine verfluchte Katze geklaut. Was will denn eine Katze mit einem Pinsel? Malen natürlich. Es war ja kein gewöhnlicher Pinsel, sondern ein sagenhafter. Und sagenhaft teuer. Moment, deine Katze malt? Wenn du das so nennen willst. Sie kopiert eigentlich nur bei den echten Meistern. Und nicht mal gut. Deine Katze? Ja, Piero Büst Mustacheroa. Kein Wunder, dass du noch nicht von ihm gehört hast. Okay. Er ist so ein zweitklassiger Pinselschwinger. Und ein Dieb. So ist's gut. Da wieder hin. Nun gehen wir zu Fuß weiter. Voila. Meine Damen, meine Herren, werte Lehensherren, verzeiht meine Direktheit. Doch habt ihr hier womöglich Farben und Pinsel gefunden? Eugenie, ich glaube fast, der Bauer will was von uns. Meine Farben, meine Pinsel, alles war vorbereitet, sie waren hier. Wir haben hier kein Handwerkszeug gefunden, guter Mann. Das versichere ich ihm. Probleme? Ja, und wie? Wie soll ich denn ohne Farben arbeiten? Ich bin am Ende. Sofern du nicht so großherzig sein willst, sie mir zu suchen. Ja. Ach, verdammt. Du bist sicher, dass sie hier waren? Oh ja, genau hier. Ich hatte alles vorbereitet. Geplant, geordnet, organisiert. Vielleicht sind sie da runtergepurzelt. Na schön, ich sehe mich mal um. Ich glaube, das Leben imitiert die Kunst, nicht andersherum. Ganz recht, Fingal. Denk nur an Baron de Cordel. Oh ja, der hat sich die Nase von einem Magier vergrößern lassen, nachdem er das Stück von der Reb Karesh gesehen hat. Und mit seiner Cousine trifft er sich jetzt auch. Was soll ich denn hier finden? Ausgelaufene Farbe. Stinkt enorm nach Terpentin. Was sagt mir das jetzt? Fußspuren. Verschmiert. Wir sind auch Farbkleckse. Lass mich raten, irgendwo da unten in dem Busch ist es wieder drin. Das. Noch ein Fleck. Das könnte eine Spur sein.
Okay. Wir sind auch Farbkleckse. Necker sind mit den Farben verduftet. Sieht dann so aus. Die Frage ist. Ganz intakt aus. Der Maler müsste sie noch benutzen können. Ja, dann lass uns keine Zeit verlieren. Ich hab deinen Kram gefunden. Servus. Herrlich. Wo denn? Und... Ist das alles? Ich hatte viel mehr Sachen. Hättest sie nicht rumliegen lassen sollen. Ich bin einer Farbspur gefolgt und hab ein Neckernest gefunden. Die Biester haben sich mit dem Kram davon gemacht. Und sie haben damit ein Fresko an die Höhlenwand gemalt. Sieht nach einer Kampfszene aus. Unmöglich. Sie haben wohl die Farbe wütend an die Wand geworfen. Bedeutungslos. Gut jedenfalls, dass du die Grundfarben gefunden hast. Wollen wir? Ich habe unterdessen einen besseren Platz gefunden. Was für ein Glück wir mit dem Wetter haben. Das Licht ist einfach vollkommen. Wird es lange dauern, das Meisterwerk zu malen? Ach, nur 6 Stunden. Mehr wird die Sonne uns nicht erlauben. Aber die Zeit wird verfliegen. Wir schwatzen ein wenig, erzählen uns Geschichten. Lass mich eben einen Trank kippen. Dann verfliegt die Zeit im Rausch. Ich brauche keine Geschichten. Was? Nein, nein, nein. Dein Ausdruck, die Haltung, das muss genauso bleiben. Wenn du betäubt bist, fehlt doch das Feuer in deinem Blick. Tränke sind verboten. Sei doch mal flexibel. Kannst das Werk ja besinnungsloser Hexer im Heidekraut nennen. Du scherzt. Ein alberner Hexer. Sind wir da? Ja. Sieh nur das Panorama. Atemberaubend. Sehr wie schön. Geschaffen als Hintergrund unseres Meisterwerks. Mhm. Ganz nett, glaube ich. Ich frage mich, warum niemand hierher kommt. Ah, unwichtig. So, nun musst du genau überlegen, in welcher Pose du unsterblich werden willst. Jawohl, ich überlege.
Schöne Aussicht hier. Cool. Alles bereit. Lass uns beginnen. Hast du dich bereits für eine Pose entschieden? Ich werde mich hinlegen. Dann kann ich ein Nickerchen halten, während du malst. Was ist der genau? Held beim Rasten, seitlich gebettet, gestützt auf einen Ellbogen. Der Blick in die Ferne gerichtet. Die Gedanken beim letzten Sieg. Später kann ich einen Greifenkadaver ergänzen. Wobei ein Nickerchen natürlich ausgeschlossen ist. Das Thema hatten wir schon. Kann ich anfangen? Oder ziehst du doch eine dynamischere Pose vor? Mach Lewis. Du kannst loslegen. Dann sei so gut und schau mich so an, wie du geschaut hast, als ich dich fragte, ob du mit mir arbeitest. Naja. Dieser Blick des wildwütenden Widders, der schon die Hörner senkt. Ja, genau. So bleiben. Nicht wackeln. Jetzt 6 Stunden warten, oder was? Okay. Da warten wir halt 6 Stunden, ne? Denn es ist aber dunkel draußen. Wird das noch lange dauern? Nein, gar nicht mehr lange. Schließlich ist das Tageslicht bald weg. Jetzt halt bitte den Kopf still, in der gleichen Position. Gut, ich versuch's. Außerdem versuche ich nie wieder einem Maler zu vertrauen. Greif! Ja, weiß schon. Du ergänzt ihn noch. Götter! Ein Greif! Oh. Lauf und versteck dich! Frau Mutter! Sicher? Ja, komm raus. Kein Wunder, dass nie jemand herkommt. Das ist ein Greifenrevier. Das Ding hat mich zu Tode erschreckt. Glaube ich. Nicht ganz. Du lebst ja noch. Weil dein Modell ein Hexer war. Was macht das Bild? Hat es auch überlebt? Hat es. Aber ich kann es dir noch nicht zeigen. Ich zeige niemals unvollendete Werke. Morgen Nachmittag kannst du es sehen, wo wir uns getroffen haben. Ich werde es auf dem Marktplatz ausstellen. Puh, was für eine monströse Bestie. Wollen wir sie im Bild verewigen? Ja, mach doch. Ja, mal ihn rein. Du kannst den Kadaver als Modell nehmen. Interessante Farbpalette. Und die Texturen. Das funktioniert. Ja, das funktioniert. Aber ich werde ihn später malen. In der Enzyklopädie Maxima Mundi ist eine vorzügliche Illustration. Dieses Exemplar ist doch ziemlich zerhackt. Ah, sehr schön. Das reicht erstmal. Die Feinheiten mache ich später. In diesem Zwielicht hat es keinen Sinn. Der Lohn für deine Mühen.
Und ich danke dir, dass du mein Leben gerettet hast. Wobei du damit auch dein Ebenbild gerettet hast für die Nachwelt. Super. Da freue ich mich auch richtig gut drauf. Riesig so ändert worden. Kann ich mir jetzt noch den. Na gut. Gucken wir mal, was mit unseren mächtigen Eiern aus Granit gewesen. Oh Gott, hier ist auch noch irgendwas. Dahin. Das ist aber schick hier, was denn? Ne? Was denn? Ne, da haben wir doch schon ganz schön gearbeitet hier. Zack. Das ist kein Held. Gerne zu Hugo zurück. Der Schlechter von Blaviken. Na komm, Hugo. Lass mich dich nicht wie Hexer. Was zum. Ich bin zurück. Psst, nicht so laut. Du wächst sie noch, dann will sie noch mal. Wer denn? Rosalinda? Luisa, ihre Cousine. Die ist unersättlich und unerschöpflich. Und ich bin völlig alle. Wie war das? Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Beim letzten Mal ist mir fast die Pumpe explodiert. Hier, nimm du die Roten. Möge Majoran dich mit Kraft segnen. Du wirst sie wohl brauchen. Okay. Na dann. Oh, mächtige Eier aus Granit. Lang lebe Herzogin Anna Henrietta! Wo geht's jetzt lang? Hier lang. Oh. Alles in Ordnung. Ne, hier müssen wir runter. Nein! Ach, Schläge gehabt. Kompliment an den Sieger des Was Turniers. Gibt's Neues, mon ami? Hey, grüß dich. Nun, hast du Reginalds Kronjuwelen schon gefunden? Na, aber. Ja, sie sind wieder da. Bei Majorans sinnlichen Lippen. Das sind sie. Wahrhaftig. Hoffentlich drückt diese Belohnung, so bescheiden sie ist, doch meine Dankbarkeit aus. Und schau morgen bei der großen Wiedereröffnung rein. Du darfst Reginald kostenlos berühren. Das geht aufs Haus. Ich darf ihn kostenlos berühren. Kostenlos darf ich den berühren. Nicht Abschüttel gehabt. Ach nee, das macht mich alles sowas. Aber gut.
Haben wir ein Reginal. Da wird sie zurückgebracht. Und das lebt jetzt dann. Super. Nicht da. Schön war's. Aber ich habe jetzt Hunger. Wer hat auch schon was essen? Dann können wir wahrscheinlich das nächste Mal dazu kommen, Witcher zu spielen. Gucken wir erst, wo wir keine Zeit haben. Mal gucken. Vielleicht am übermorgen früh. Mal schauen. Ne? Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Heute ist erstmal Schluss. Danke. Ciao.